Freunde. Ihr Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Komm, Diggi, wir haben nicht so viel Zeit. Wir müssen Jalla machen. Ich bin hier wieder mit meinem Herz allerjüdsten Memo am Start. Moin Memo, grüß dich. Moin Sen von der Ottensener Food Kitchen. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zu Nusret. Wir mussten Zwangspause machen, weil wir vorhin so viel gegessen haben, ein bisschen wieder Hunger haben und haben lange hierher gebraucht. Dementsprechend müssen wir jetzt ein Turbo-Video machen. Macht nichts. Hier ist der Laden. Ach, hier ist der Laden. Ja, wir sind jetzt bei Nusret. Dem Burgerladen von Nusret wohlgemerkt. Boah, das Licht ist nicht mehr das Beste. Salt B, den Burgerladen. Und werden da drei Burger snacken. Wir geben Nusret drei Chancen, uns zu überzeugen. Und wir werden jetzt was Geiles kaufen. Wir geben unser Bestes. Ja. Mal gucken, ob er nur WM-Pokal halten kann oder auch Burger machen kann. Du sagst es, ey. Ja, hier ist der Salt Bay ordentlich was los, ey. Digga, es ist kurz vor Mitternacht. Auf Montag. Wir bestellen direkt auf Verdacht. Irgendwas Geiles hier. Guck mal, lass uns hier mal reingucken direkt. Da, dieser Platz in der Mitte. Können wir drinnen sitzen? Nimm mir da. Oha. Guck mal, hier haben wir das Fleisch noch. Steaks hatten die hier nicht. Steaks haben die nicht, ne? Hatten die nicht, aber anscheinend doch. Haben die doch jetzt, okay. Aber es ist an sich ein Burgerladen. 7 verschiedene Burger, soweit ich weiß. Also wir werden jetzt hier rausgeführt von der reizenden Bedienung. Hi. Hier, Bosporus am Start, ey. Guck mal. Mehr geht nicht. Da ist der gute Nussi. Mein guter Nussi. Nicht jetzt falsch verstehen, ist jetzt nicht super, super hektik, aber so wie sonst manchmal. Auf ganz entspannt, ne? Wir müssen uns nur ein bisschen ranhalten. Jetzt gucken wir mal direkt rein, Memo. Salate braucht kein Mensch. Salate brauchen wir nicht. Wir gucken nur noch Burger. Das ist ein Burgerladen. Taco-Burger als Vorspeise wollen wir nicht. Nee. Wir fangen mit Juicy Burger an, Leute. Beef Burger, Smoked Beef, Cheddar Cheese. Nein, danke. Caramelized Onion. Und das Ganze irgendwie auf Juicy Basis. Das wird wildi. So, wir gehen los. Können wir hier ein bisschen drüber gucken? Ah, das geht hier hinten noch längs. Boah, hier kann man ja gar nicht reingucken, ey. Ich dachte, ich kann hier jetzt ein bisschen beobachten. Hier sind zum Beispiel die Pommes, da kann ich mich erinnern, dass sie sehr geil waren. Schöner Burger, da kommen in die Spieße rein. Guck mal, sehr sapschig, die Buns. Guck mal, das ist der Schwarze, den werden wir auch probieren. Da geht ordentlich was raus. Schade, ey. Kann man ja gar nichts sehen. Hier gibt es auf jeden Fall noch schönen Nachtisch. Rosmarin scheint auch Programm zu sein. Steaks gibt's. Oh, nice. Oh, delicious. Das kommt auch auf den Burger. Ich habe ja auch Ribs gesehen. Sieht sehr gut aus. Hier auch sehr verlockend, muss ich noch dazu sagen. Manchmal finde ich so eine kleine Geschichte aus dem Leben auch geil. Ich habe, glaube ich, 3 Monate nicht mehr genascht. Wenn in der Burgersoße oder so Zucker drin ist, ist mir egal. Aber dementsprechend auf diese Art und Weise keinen Zucker, nicht naschen. Und man ist 1000-mal stabiler, das sage ich euch. Und ich, zumindest für mich, ich habe den Sinn im Süßigkeitenessen verloren. Also für mich so diese kurzfristige Befriedigung, die mich persönlich zumindest, ist ja auch bei jedem anders, langfristig runterzieht, gibt mir keinen Sinn mehr. Deshalb nasche ich nicht mehr. Heißt nicht, dass ich es irgendwann wieder machen werde, aber ich hab's nicht vor. Hier geht's gleich los. Also viel von der Zubereitung werden wir nicht sehen. Wir gehen direkt in Runde 1. So, Holle, was sind deine Erwartungen? Du warst ja schon mal bei Nusret. Also meine Erwartungen, schwer zu sagen. Also meine ersten Gedanken, als ich reingegangen bin, weil ich auch schon viele Meinungen mir eingeholt habe, ist sehr schwankend. Es gibt viele Läden. Er hat auch in seinen normalen Läden hat er Burger. Manche waren richtig hart begeistert, manche wurden enttäuscht. Als ich da war, war wirklich nicht schlecht der Burger. Also ich glaube, uns erwartet was Geiles. Würde ich jetzt mal einschätzen, dass wir was Gutes kriegen. Also auch auf eine andere Weise, die schneiden den ja durch, soweit ich weiß, braten den von der Mitte auch noch mal an und so. Ich bin schon hyped. Bun sah geil aus, vieles sah geil aus. Ich würde sagen, vorweg, mindestens ein 8, wenn nicht sogar über 8,5 so im Durchschnitt. Ich denke auch 8 bis 8,5 halte ich realistisch. Ne? Aber hier in der Türkei, diese Burgerkultur ist ja ein bisschen anders als bei uns in Deutschland. 100%. Da sind wir stärker, würde ich sagen, in Deutschland. Ja, warte, für deutsche Verhältnisse stark. Aber die haben ja hier einen anderen, ganz anderen Geschmack. Zum Beispiel, was sie in der Türkei sehr gerne machen, Brot sehr auf der Buns dicker. Wenn das hier zu wenig Brot ist, dann gibt es halt so einen Kundenkritik. Wir gehen jetzt erstmal hier in Runde 1 mit dem Juicy. Juicy. Nice. Guckt euch das an, Leute. Yes. Ein Nusret-Show immer dazu, ne? Ein Nusret immer. Können wir gleich Pommes im Mund gesteckt. Müssen wir noch ein bisschen Salz draufhauen. Sieht sehr stabil aus, wie ich finde. Boah, hier ist noch besseres Licht. Ja. Der ist wirklich juicy. Ja. Schauen wir mal. Hm.
Rauch sehr an Point, gleich beim Ansetzen. Und dann so dieses Feeling, geiles Salz. Das Salz vermischt sich so mit dieser Flüssigkeit auf dem Burger, mit dem Fett. Du hast so eine salzige, flüssige Fettnote, die sich in den Mund verteilt. Also wirklich ganz juicy, juicyes Programm. Dieses flüssige Fett verteilt sich, aber mit so einer prickelnden Salznote, wie gesagt, verteilt sich im Mund. Der Käse klingt gut nach, verteilt sich, nicht zu präsent, sehr abrundender Geschmack. Irgendwie muss ich lange überlegen, was das für ein Geschmack ist, obwohl es eigentlich klar ist, es ist Käse. Da vermischt sich so gut mit den Zutaten, dass aber, du echt erst nicht weißt. Aber einmalig. Einmalig, ja. Mhm. Wirklich ganz einmalig. Aber wie du sagst, geringer Fettanteil im Fleisch. Absolut. Relativ hart auch im Biss, das Fleisch, aber sehr besonders der Burger trotzdem. Und sehr, sehr rauchig, ne? Sehr rauchig, aber geil, finde ich. Geil. Zum Bun? Schwer zu sagen. Ich würde sagen, auch lecker, auch sehr weich. Das ist so wie bei uns so eine Art Brezelbun. Wie eine Lauge meinst du so ein bisschen? Genau. Mhm. Der Käse mit den karamellisierten Zwiebeln ist schon. Und jetzt weiß ich, was mich da noch holt. Was der unbekannte Geschmack, weil da ist auch Schinken bei. Das ist jetzt erst. Das ist das, welcher Geschmack mich so ein bisschen irritiert hat. Okay. Auch ganz dezent vom Geschmack. Das hat so war das Unbekannte, was ich nicht ganz greifen konnte. Das kommt da rein. Saftig und fest, das Fleisch, ne? Mhm. Und eine unbekannte Heft, diese Salznudel, die flasht mich. Weil es ein anderes Salz ist. Das ist nicht die Salznudel, wie man sie sonst hatte. Also ich würde sagen, gefühlt wirklich, das wurde in dem Burger Patty mit verarbeitet, bevor die Patties gemacht haben. Ungewöhnlich, aber kannst du haben. Ja. Was sagst du den Preis? Ja, da muss noch Salz drauf, aber generell finde ich die geil, wenn das halt. Schön kräuterlastig. Wo hängst du die Schneck? Barbecue. Barbecue. Und was ist noch drauf auf dem Burger? Barbecue? Was kann der Barbecue da bunun? Küme war, Cheddar war, Soğan var. Das gehört, ne? Ey, ich kann auch kein Türkisch. Ach so. Okay. Na, was ist da noch drauf jetzt auf dem Memo? Wieder so ein Bacon-technisch, ja. Zwiebel und Käse. Ah, okay. Okay. Du kannst kein Türkisch. Nee. Hast ja gehört, sagt er zu mir. Okay, da bin ich sehr gespannt, ey. Der war eben so einzigartig, der Burger. Ich auch, Digi. Also, da hat mich Nuss echt geflasht. Sag ich, guck mal, den Bann, aber das ist Wahnsinn, ne? Wie geil das aussieht jetzt so, das ne? Das ist Wahnsinn, ja. Ey. Da geht viel schneller an Käse rein und intensiver an Käse rein, weil wir halt auch nur einen Patty haben. Aber ich komme nicht zum Barbecue. Nee. Ich hab noch nichts. Tatsächlich, da fehlt Barbecue. Fehlt, ne? Irgendwie schon, ne? Er meinte nur zu Barbecue, ne? Mhm. Irgendwas haben die da verscheppert. Bacon sehr präsent in dem Biss oder in dem Burger viel präsenter, weil halt auch Patty weniger ist. Fleischqualität 1A. Fleischqualität ist echt cool, ne? Mhm. Der eben hat mich deutlich mehr geflasht. Mhm. Ist gut, aber kein Barbecue. Aber eben hatten wir auch ein Double, darf man nicht vergessen. Mhm. Aber ich finde auch, dass diese Hibiskus-Bun ein bisschen trockener, ne? So. Bisschen dicker, bisschen trockener. Mhm. Aber hat mega fürs Auge, ne? Mega fürs Auge. Immer noch ein leckerer Burger. Aber der eben hat wirklich sehr geflasht. Mhm. Er hat hart geflasht. Der hier geht ein bisschen noch unterm Radar, hat aber auch sein Alleinstellungsmerkmal trotzdem noch. Mit dem Schinken und so ist schon, Leute, auch rauchiger Schinken, Käse on point, Fleisch irgendwie Quali. Bun ist jetzt nicht so der Hit in dem Fall, aber hat Alleinstellungsmerkmal, selbst dieser Burger auch. Ja? Wir gehen in Runde 3, Leute. Oh, ach so, ich vergesse, dass die Kamera läuft. Oh mein Gott, Sim. Oh, wie sind wir da, Alter? Salt B. Ist das jetzt tatsächlich der, den wir vorher hatten, nur mit einem anderen Bun? So wie die das immer beschreiben, ja. Okay, dann müssen wir jetzt mal gucken, Leute. Ich weiß es selber auch nicht mehr. Der ist wieder saftig. Guck dir das an. Also saftig. Der ist wieder sausaftig. Noch mehr Medium. Und der Bock da gleich noch mehr. Rauchgeschmack on point wieder, einzigartig. Beiß rein, komprimierst das Fleisch, Saft kommt raus. Dort kitzelt es gefühlt noch aus dem Burger so eine gewisse Süße raus. Sind halt die karamellisierten Zwiebeln, aber eben hat das so ein, ich will jetzt gerade sagen, Fake-Effekt, aber als wäre es im Fleisch drin gewesen. Sehr geiler Moment. Mehr karamellisierte Zwiebeln als eben. Aber Memo, großartig anders ist der nicht. Ja, auch geil, aber wir müssen noch einen Special. Lass uns noch einen Special-Burger holen. Wollen wir doch mit dem Steak? Häppchen oder Steak? Dann Rip. Rip. Dann sollen die den noch bringen. Mit den Buns tun sich keinen Gefallen. Ich meine da gleich wie am Anfang mit dieser salzigen, flüssigen Note. Nur das Bun ist halt ein bisschen schwächer. Es ist ein bisschen schwächer als am Anfang. Härter.
Wenn man es eben richtig auf den Punkt bracht, alle drei Burger sind eigentlich gleich. Alle sind gleich. Nur dass die Buns anders waren. Und beim zweiten war irgendwie das Ganze noch mal ein bisschen trockener und genau. Einfach der gleiche Burger schlechter zubereitet. Genau, und das ist dann gut Medium, der dritte zum Beispiel. Mhm. Und der erste hat ein Double. Mhm. Und halt die Buns, ne? Die Brote. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich dieses kurz vor Feiern Mitternacht Geschichte geschuldet ist, dass sie dann alle Burger gleich raushauen. Aber die waren alle lecker. Die sind lecker, nein, die sind einzigartig. Ja, die haben so diesen Charakter. Aber ich würde trotzdem diesen ersten Juicy Burger bevorzugen. War noch am stärksten beinahe. Aber der dritte jetzt war auch super schön, weil der Bun hat leider noch mal eingeschissen. Genau, das ist ja mit Tintenfisch. Tinte. 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 Hast du Tinte auf dem Füller oder hast du noch mal? Ja, genau, darauf kommt der Spruch. Oh, da ist jetzt der letzte. Ja, Memo, klär gerne nochmal. Also das ist ein Rippenburger und das wird mit 8 Stunden im Ofen gegart. Das wird nicht gegrillt. Mhm. Und drinnen sollen nochmal geriebene Kartoffelstücke sein. Ah, krass. Cool, der Geschmack von geschmorten Rippen. Nur weil es geschmorte Rippen sind, heißt ja nicht, dass der Geschmack doll durchkommt, aber er kommt doll durch, darf ich damit sagen. Fühlt so ein bisschen an, wie Rippchen, nochmal irgendwie mit Öl übergossen. So. Richtig ölig, richtig geil aber. Also so doll geröstet wie dieser Bun hatte ich noch keinen. Es ist so ein bisschen Toastcharakter und du hast auch dazu noch diese geröstete Note drin. Weil das ist natürlich von hier auch noch angeröstet. Immer in der Mitte wird er, glaube ich, immer nochmal raufgelegt bei Nusret. Minimale Süße, fett, deutlich stärker als ich dachte. Butterigkeit, Bun ein bisschen zu hart. Was hast du, Memo? Sehr was Besonderes, was Eigenes. Ne? Lange gegart und dieses halt zart, guck das mal, die Fäden vom Fleisch. Ne? Da siehst du das, guck mal. Wirklich was Besonderes, was Leckeres. Aber für mich ist immer noch der erste Burger. Der beste von allen? Ja, ja, auf jeden Fall. Bewertung gibt's gleich, Leute. Der Käse klingt echt gut nach. Einer der besten Käse von der Wahl her. Für diesen Burger einzigartiger Käse passt irgendwie perfekt. Heißt nicht, dass ich den nicht woanders schon gegessen habe, aber in der Kombi mit diesen anderen Zutaten matcht dieser Käse einfach so hart, so ein hartes Matching. Runde 1, das war ein knallhart geiler Burger, aber das Fleisch war gnadenlos zu hart, ne? Das muss man mit einbewerten. Am Ende des Tages fragt sich danach, geiler Burger, da bin ich immer Fan von, das war ein saugeiler Burger, gebe ich eine 8,3. Runde 2, wie Runde 3 wurde die Optik Nusret zum Verhängnis. Er hat einen super geilen Burger, will eine geile Optik machen und opfert den geilen Geschmack dafür und das ist ein bisschen schade. War immer noch mega geil, aber könnte viel, viel geiler sein noch. Aber bei Runde 3 war das Fleisch so on point, da war es saftig und du weißt, es geht Medium. Also Runde 2 gebe ich eine 7,5. Runde 3 eine 7,5 und Runde 4 gebe ich. Das war für mich geisteskranker Burger, Memo. Geil, finde ich gut. Hat sehr Spaß mal auch mit dir, Memo. Hammer. Ne? Hammer. Hammer. Guck mal, hast du auf die Uhr geguckt? Es ist spät. Mitternacht, ne? Weit nach Mitternacht. Nee. Also denkt auch dran, Memo macht auch Content, hau ich in die Videobeschreibung, wenn ihr Bock habt, mal reinzuschauen. Und ja, mit diesem Anblick und diesen wunderhübschen zwei Männern hier werden wir das Video beenden. Also kostenlos abonnieren nicht vergessen, kostet keinen Cent. Glocke aktivieren. Und einen Daumen oben. Ja, Mann. Kuss, danke, Memo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Hat sehr Spaß gemacht, hier in der Türkei, hier in Istanbul. Bis zum nächsten Mal. Thank you.